Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniacs. Schnitt. Klappe die zweite. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Ich starte heute eine neue Reihe, die den Atari 2600 hier befeuert. Und zwar werde ich das nennen, ja, wie kann man sagen, Funny Games mit Funny Names. Und zwar sind das alles Atari Game Cartridges, die sehr wahrscheinlich raubkopiert sind irgendwo in Asien. Und dann hat man die mit sehr eigenwilligen Titeln versehen. Ich halte mal den Stapel hoch von den Sachen, die ich euch da mal zeigen will. Ich hoffe, das geht hier einigermaßen, ohne dass ihr gleich alles wegrauscht. Man sieht, das ist schon so einiges. Und wahrscheinlich werden uns nachher das ein oder andere Spiel wirklich bekannt vorkommen, denn es könnte sein, dass es sich zum Teil um eine 1:1 Kopie handelt. Es kann aber auch sein, dass diese Kopie irgendwie auch in der Grafik oder so abweicht oder im Sound. Genaues wissen wir hier noch nicht. Es kann genauso gut sein, dass ich hier auch ein NTSC-Modul erwischt habe, dann wird es in falschen Farben auf dem PAL-Gerät dargestellt. Wie auch immer, und ich habe mir überlegt, ich mache da pro Folge, zeige ich euch mal so drei Games, wobei bei der ersten fange ich mit 4 an, dann geht die Rechnung auf, dann haben wir mich hier 1, 2, 3, eine Folge, 2, 3, ja, so 4 Folgen kann man sagen, wo ich jetzt mal diese Games mit diesen merkwürdigen Namen mal durchgehe. Und ich nehme hier mal die ersten 4 runter für Folge 1. Der Rest lege ich da hinten mal gerade wieder zurück. Und ich habe die selber alle noch nicht ausprobiert. Ich bin echt mal gespannt, was wir da haben. Game Nummer 1, mit dem ich hier anfangen werde, ist vom Namen geschrieben Puckman. Ich muss mal eben gerade gucken, ob ich hier gerade die... So ist es geschrieben, so steht es geschrieben, und das Cover sieht eben auch sehr nach Pac-Man aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann tatsächlich auch eine Pac-Man-Version ist. Und die stecke ich jetzt hier mal in den Atari 2600 rein. Ich hoffe, er startet auf Anhieb, denn ich habe jetzt noch nicht überprüft, ob die Module wirklich alle laufen. Das wird noch spannend. Jetzt muss natürlich hier das ganze System aufstarten, auch die Capture-Karte und so weiter, bis die einsatzbereit ist. Das kann immer ein kleines bisschen dauern. Deswegen werde ich das dann nachher so machen. Oh, Bild ist auf jeden Fall schon mal da. Gut, ja, dann schalte ich jetzt mal den Rekorder mit an. Da kann es auch einen kleinen Moment dauern, bis dann hier alles so weit kommt und passt. Aber ich gehe mal davon aus, dass er jetzt aufnimmt. Und es ist tatsächlich Pac-Man, zumindest erkenne ich das Labyrinth. Und ich würde sagen, die lege ich mal zur Seite hier. Ich starte mal. Wie gesagt, ich spiele das hier auf Original-Hardware, auf meinem Atari 2600 Darth Vader, Vader Edition. Also der ist komplett schwarz. Und ich gucke mal, wie es funktioniert. Ja, ich würde sagen, das ist das Original Pac-Man. Das Einzige, was hier nicht original ist, sind die Farben und... Oh, du Scheiße. Das fängt ja schon gut an. Ja gut, zu Pac-Man muss man eigentlich nicht viel erzählen. Ich fürchte nur, dass ich hier tatsächlich eine NTSC-Version habe. Bonuspille. Weil die Farben hier verkehrt sind. Ich glaube nicht... Also es könnte natürlich sein, dass die... diese geklaute Version hier solche Farben einfach hat. Aber es ist, glaube ich, so, wenn es irgendwo in Japan oder China geklaut, gekrackt, raubkopiert wurde,
Das ist ja mehr so NTSC-Land. Und deswegen haben wir NTSC-Farben. Denn das Original Pac-Man hat eben einen blauen Hintergrund statt einen lilanen. Und die Wände sind weiß. Weiße. Aber ich weiß noch, ich habe Pac-Man damals bis zum Erbrechen gespielt, weil das erste Game war, was ich auf meinem Atari 2600 hatte. Kann man hier auch auf Schwarz-Weiß umschalten? Man kann. So gefällt es mir farbtechnisch jetzt im Moment gerade glatt besser als in Farbe. Außerdem ist das Bild schärfer, kann das sein? Okay. Das hängt ja wohl sehr mit den Farbkontrasten zusammen. Gut, mein Atari hat einen AV-Mod. Und das Ganze läuft durch den Framemeister, sodass wir hier schon eigentlich ein recht gutes, für Atari-Verhältnisse gutes Bild haben. Aber hier in Schwarz-Weiß sieht das nochmal eine ganze Ecke besser aus. Lässt sich auf jeden Fall auch spielen, ne? Man kann ja alles gut erkennen. Aber ich denke mal, ansonsten muss man ja hier zu Pac-Man nicht mehr allzu viel erzählen. Sodass ich da gleich, denke ich, dann auch zum nächsten Game übergehen kann. Für den Fall, dass... Ja, ich spiele das hier noch, bis ich tot bin. Bonuspille... Das ist gestochen, scharf in Schwarz-Weiß. Witzig. Oh, guck mal, da waren da sogar alle drei übereinander. Wie schön. Kriegen wir sogar das Level noch clear. Ich hab's immer noch drauf. Und dann wird das ja langsam schneller. Und dann ist es eben auch so, dass die Pillenwirkung immer weniger lang anhält. Ich kann mich noch an eine Session erinnern, wo ich irgendwie... Junior, Pac-Man Junior gespielt habe und da hat das vielleicht höchstens eine Sekunde gehalten in den höheren Schwierigkeitsgraden. Da musste also wirklich schon direkt neben dem Gespenst stehen. Das war fies. Ah, ich habe noch ein Leben. Ein letztes. Ja, zu Pac-Man muss man eigentlich nichts groß erzählen. Ne? Ich sag mal, mich hat es übrigens auch nie gestört, dass die Gespenster so rumgeflackert haben, weil... das gehörte für mich einfach dazu. Das war so, ich fand es nie schlimm, so gesehen, ne? So, okay, jetzt mache ich also Folgendes. Ich halte hier die Aufnahme mal an und wechsle mal durch und mache also hier jetzt technisch bedingt einen Schnitt und bin gleich wieder da. Wie ihr seht, ist da immer noch Pac-Man drin, weil ich habe mir gerade gedacht, es ist einfacher, wenn ich euch erst das Modul zeige des nächsten Spieles und das dann reinstecke und dann das System hochfahre, als irgendwie nachher andersrum. Deswegen nehme ich jetzt mal das nächste Game hier vom Stapel und das heißt Yo. Yo-w. Und das Bild dazu, ja, das ist sehr interessant. Keine Ahnung, was das alles darstellen soll. Ja, jetzt sieht man es, glaube ich, besser. So, ja genau. Also was ich sagen muss, das Spezielle an diesen Raubkopien ist, dass sie zum Teil ganz coole Cover haben. Und ich muss sagen, irgendwie, es hat irgendwie was, die zu sammeln. Deswegen habe ich ja jetzt auch schon eine ganze Reihe und ich werde auch weiterhin Ausschau nach solchen Sachen hier halten, weil ich finde das irgendwie spannend. Das ist so ein Feld, auf dem man ganz gut sammeln kann, warum auch nicht, ne? Und jetzt mache ich den Schnitt und dann sehen wir uns beim Gameplay wieder. Ja, da sind wir. Das Coole ist, das Game ist direkt gestartet. Und yo, ja, ich kenne den Originaltitel, nämlich Jawbreaker. Das Witzige an dem Game hier ist, dass ich es im Original noch gar nicht habe, glaube ich. Das finde ich jetzt noch ganz cool. Also, ja, dann würde ich sagen, zocke ich mal eine Runde. Das ist so ein bisschen wie Pac-Man. Man muss diese kleinen Striche da ja wegmampfen. Wir sind das da in der Mitte, das soll ein Gebiss darstellen. Wir können durch die Lücken in diesen hin und her bewegenden Balken nach oben oder unten ausweichen und müssen halt das Level komplett leerfressen, ohne von diesen rumkreisenden Smileys erwischt zu werden. Geht das eigentlich direkt mit Knopfdruck? Dann gehen wir mal auf Game Reset. Da geht's los. Genau. Ah, ich kann auch außen rumlaufen, aber ich kann auch durch diese Lücken hier abhauen. Oh, das ist ja auch in der Mitte was. Ich weiß noch nicht, was ist das? Und, nicht aufgepasst. Ist auch eins der besseren Games, wie ich finde. Es ist auf jeden Fall spielbar. Wow.
Aber komm da mal vernünftig. Uah, uah. Nein! Ob das überhaupt schaffbar ist, frage ich mich gerade. Ah, ich kann sie. Das ist tatsächlich so wie eine Packpille. Aber scheint nicht ewig zu halten. Wird es mir gelingen, hier alles wegzumampfen? Also das Spiel gefällt mir. Das schaffe ich, das schaffe ich. Ja. Oh, als Belohnung kriegt man die Zähne geputzt. Geil. Level 2. Woran sehe ich das eigentlich? Ach, unten rechts. Was ist die 1 da oben? Mein letztes Leben wahrscheinlich. Das gefällt mir, das ist richtig cool. Ja, und das ist halt raubkopiert. Ne? Also wie... Oh, ich finde halt immer diese Namensgebung so witzig. Und dann darf man jedes Mal raten, was vermag sich hinter dem entsprechenden falsch geschriebenen Game verbergen. Hab dich. Stehen die Chancen nicht so schlecht, hier noch ein paar Reihen gut zu machen. Leider ist es jetzt schon wieder vorbei mit der Wirkung. Uah. Ja, das Gute ist, man kann durch die Lücken abhauen. Es muss nur auch... Ja, es ist nicht so einfach. Da ist das schon vorbei. Ja, gut. Aber das hat mir gut gefallen. Deswegen spiele ich es jetzt gerade noch einmal. Beziehungsweise, was gibt es hier für Schwierigkeitsgrade? Gibt es überhaupt welche? Oh, 2, 3, 4. Das ist ein Zwei-Spieler-Game. Da sind 2 Punkte. 6 Level. Komm, wir wollen es jetzt wissen. Level 5. Der schwierigste Einspieler-Level. Jetzt bin ich gespannt. Kann es sein, dass sie sich langsamer bewegen? Oder stelle ich mir, täusche ich mich da? Ich hätte jetzt gedacht, dass die... Ist das ein leichterer Schwierigkeitsgrad? Die kommen so langsam vor. Das heißt aber nicht, dass sie weniger tödlich sind. Dich kriege ich. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Punkte so einer gibt. Ja! Auf jeden Fall ein sehr cooles Game. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob ich das Original dazu habe. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Falls doch, ja, wäre es natürlich nicht ungeil, mal zu gucken, was die Unterschiede sind. Aber... Eigentlich wollte ich mir jetzt erstmal nur so angucken, was sich überhaupt hinter diesen Games verbirgt, vom Namen her. Jawohl, zur Belohnung gibt es wieder einen Satz saubere Zähne. Das macht richtig Spaß. Ein bisschen Taktik ist drin, ein bisschen Glück. Ja, oha. Gib das her. So. Jetzt können wir hier noch ein bisschen... Ah, das gab schon etwa 300 Punkte oder so. Habe ich das richtig gesehen? Ja, da kehrt der mitten auf dem Weg wieder um. Ich hatte jetzt gedacht, die können nicht mittendrin umkehren. Aber anscheinend schon. Wer schneller an der Pille? Jawohl. Räumen wir erstmal das Gröbste hier weg. Na, oh nee, ja, ich dachte, den kriegst du noch. Das ist wie bei Dunkelgelb über die Kreuzung. Schaffst du es noch oder nicht? Ja, Blitz, Radarfalle. Das ist mir passiert. Gerade als ich frisch in der Schweiz war. Ist aber, ja, wenn man das mal bedenkt, das ist jetzt auch schon 13 Jahre wieder her. Da habe ich auch gedacht, die kriegst du noch, die Ampel. Und die Ampel hat gedacht, den kriege ich noch, den Tomaniac. Und zack, bumm. Ja, wie eine tausendste Sekunde bei Rot drüber macht 200 Franken. Buße. Aber wie gesagt, das ist schon verdammt lang her. Es gefällt mir, es macht Spaß. Ja, ich dachte, ich... Da wieder, ne? Ich dachte, ich komme da noch durch. Falsch gedacht, schlecht gemacht. Schönes Spielchen, gefällt mir richtig gut. Macht echt Spaß. So ein richtig schönes Punktejagdspielchen. Ja, der ist natürlich genau an der Lücke. Da kann man auch nicht dann mal eben so ausweichen, so wie jetzt hier mal. Oder... Ha, das war jetzt dein Pech. Dich habe ich aber.
Wird es mir gelingen, dieses letzte Ding zu kriegen? Jawohl. Yippie. Ja, ich glaube, sie werden jetzt langsam schneller. Kann das sein? Ja, haben wir schon ein bisschen mehr Speed jetzt. Das war irgendwie klar. Aber noch bin ich schneller als die. Das, oder zum Teil wenigstens. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sind die überall gleich schnell? Ah, auch interessant ist, dass sie dann etwas langsamer geworden sind. Was mir aber auch auffällt, die Wirkung der Pille hält auch nicht mehr so lang an. Schwein gehabt. Können wir das taktisch runterräumen hier? Na, ich wollte durch die Lücke abhauen. Okay. Jawbreaker verbirgt sich also unter Yo. Sehr cooles Game. Macht mir richtig Spaß. Wie gesagt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das nicht im Original auch habe, dann unter dem richtigen Titel Jawbreaker. Das nächste, was ich hier habe, was ich gleich einlesen werde, ist Barsack. Also wenn das nicht Berserk ist, dann weiß ich es auch nicht. So, genau. Und wenn man sich das Bild aber anguckt, hat das mit Berserk eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, denn das sieht eher aus wie Dick Duck, würde ich jetzt sagen. Denn da wird irgendwas aufgepustet. Vielleicht ist es auch Dick Duck, aber der Name wird jetzt eher auf Berserk schließen lassen. Ja, ich schmeiß das Ding mal rein, ne? Und nach einem kurzen Schnitt sind wir wieder da und gucken mal, ob Barsack Berserk ist oder Dick Duck. Da bin ich echt mal gespannt. Ja. Und wie ihr sehen könnt, es ist tatsächlich Berserk. Der Name hat es ja eigentlich schon fast mehr oder weniger verraten. Was einen halt irre geführt hat, ist, dass dieser Aufkleber auf dem Modul, weil das wirklich dann eher aus Dick Duck stammen würde. Und Berserk ist eins meiner Lieblingsgames auf dem Atari 2600. Simpel von der Machart, aber von der Spielbarkeit und so einfach ziemlich cool. Die Spielhallenversion hatte Sprachausgabe, so Sprüche wie Chicken fight like a robot oder sowas, was von den Robotern kommt. Es gibt tatsächlich ein Hack für das Atari 2600, wo die Sprachausgabe drin ist. Ich muss mal irgendwann gucken, wo ich das finde, dann kann ich das vielleicht irgendwann auch nochmal zeigen. Konnte ich direkt per Feuerknopf starten? Gute Frage. Jawohl. Ich habe es gar nicht in Erinnerung, dass man so langsam ist. Ja, und normal ist es so, dass wenn man jetzt länger braucht, dann taucht hier Evil Otto auf, also so ein hüpfendes Smiley. Und die Atari 2600 Version ist die einzige, wo man ihn besiegen kann. In allen anderen Varianten, muss man versuchen, ihm zu entkommen. Man kann ihn aber nicht irgendwie wegschießen oder so. Was man auch nicht machen darf, ist in die Wände reinrennen, weil dann passiert das. Dann wird man gebritzt. Ich wollte jetzt aber die Version spielen, wo Evil Otto auch vorkommt. Das müsste das hier mit Game Nummer 2 sein. Wollen wir mal schauen. Boah. Die stehen natürlich da zufällig rum. Sie begehen auch schon mal Selbstmord, wie man das gerade eben gesehen hat. Jetzt wollen wir mal gucken, ob hier Evil Otto vorkommt in der Version. Ich kann ja gleich mal absichtlich einen Moment warten. Ah, da kommt er. Ja, und da hat man es gesehen. Ich kann ihn wegschießen. Das geht nur in der Atari 2600 Version. Man darf also nicht zu lange brauchen. Man kann auch übrigens diagonal schießen. Ich glaube, das können die nicht. Ah, da kam er schon wieder. Jedenfalls Berserk finde ich absolut genial. Die Atari 2600-Umsetzung gefällt mir wirklich gut. Hab dich. Ich weiß gar nicht, ob das Punkte gab, wenn man den erwischt. Ja, und da gibt es ein paar ziemlich coole Hacks. Wie gesagt, es gibt einen Sprachausgabe-Hack. Es gibt einen Mr. Roboto-Hack.
Und zwar wird da der Soundtrack gespielt, Mr. Roboto von Styx. Domo arigato, Mr. Roboto. Ich muss mal gucken, wo ich das hab. Und da muss ich euch das mal zeigen. Ich habe das Harmony-Cartridge auch und da kann ich dann eben solche Homebrews und Hacks halt hier auch auf meinem Atari 2600 auf dem Original zocken. Ja, ich spiele immer noch mit dem Gedanken, mir so ein Retron 77 zu holen. Ich könnte natürlich auch schauen, ob ich einen Atari 2600, einen NTSC Atari aus den USA kriege, AV gemoddet, aber das kannst du nicht bezahlen und dann zahlst du für den Versand aus den USA auch nochmal mindestens $50. Hast aber den Vorteil, ja, es ist Original-Hardware. Oh, jetzt wollen es aber alle von mir wissen. Nein! Scheißen-Dreck. Ich habe noch ein Leben, okay. Das wird aber mein letztes sein. Und das Retron 77 ist ja ein Emulator, aber man kann die Original-Cartridges reinpacken und die werden dann ausgelesen. Außerdem hätte das eben auch noch einen SD-Karten-Slot, sodass ich dann, wenn ich wollte, auch Homebrews darüber spielen könnte. Und das natürlich in 720p HD-Qualität. Mittlerweile gibt es auch eine recht gute, gutes Firmware-Update, was das Ganze noch einfacher zu steuern macht und so weiter, weil das ganze System baut auf dem Atari-Emulator auf, der schon wirklich sehr ausgereift ist. Und ja, das bin ich noch am Überlegen, ob ich mir das Ding an Land ziehe, damit ich zumindest die NTSC-Games in richtigen Farben spielen kann und nicht in den verfälschten. Das reizt mich schon irgendwo. Vor allem ist es viel billiger, als jetzt da so eine Geschichte aus den USA zu machen. Zumal das immer schwieriger zu kriegen ist. Und das Letzte, was ich gesehen habe, das war dann irgendwie so ein RGB-Mod mit HDMI-Ausgang und so weiter. Und da kostete der 2600 schon irgendwie 160 US-Dollar. Und dann musste halt nochmal mindestens 40, 50 Versand rechnen. Und ganz ehrlich, um da mal ein paar NTSC-Module zu zocken, wie zum Beispiel das Pac-Man vorhin, mir dann die Anschaffung zu machen, ich weiß nicht. Und deswegen, ich denke mal, das Retron 77 könnte mal noch Thema werden irgendwann für mich. Ich muss mal schauen. Ja, Berserk muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen, ne? Ja, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde weiter, auch wenn es mich in den Fingern juckt, noch ein Ründchen zu spielen. Aber ich nehme jetzt mal das letzte Game im Bunde für diese Folge. Und das nennt sich, es ist schon so geil geschrieben, Spider Fight. Spider. Also, das ist nicht die feine englische Art, wie man es normalerweise schreiben würde. So sieht das Bildchen hier aus. Also auch noch ganz. Warte mal, ist das so rum überhaupt richtig? Ja. Ja, was soll das alles darstellen? Eine Spinne, eine Krabbe, irgendwie. Also, es könnte schon entfernt mit dem Ganzen zu tun haben, aber ja. Ich lege das jetzt mal ein und dann gucken wir uns mal Spider-Fight an. Ich kenne Spider-Fight im Original, beziehungsweise ich habe Spider-Fight im Original, das ist von Activision. Und. Ich überlege gerade was. Ich muss mal gucken, ob ich das Modul von Activision finde. Das Original. Ja, ich meine, ich habe das. Und dann können wir mal. Dann können wir uns mal die Kopie und das Original im Vergleich angucken. So als kleinen Bonus für diese Folge hier. Weil das interessiert mich gerade selber. Und dann mache ich nochmal einen kurzen Schnitt und schau mal, ob ich das Original finde. Und dann, ja, geht's weiter. Also, ciao, bis dann. So, Suche war erfolgreich. Ich habe jetzt aber erstmal die Kopie hier reingepackt, nämlich Spider-Fight. Und ich habe hier das Original von Activision. Das nennt sich Spider-Fighter. Das sieht dann so aus. So, ich hoffe, man kann das so sehen. Und so sieht das Originalmodul von Activision aus. Und nebendran, also in der Nähe, habe ich dann auch gefunden noch das Original Jawbreaker. Da ist es. Ich habe es also tatsächlich. Und das ist noch ein ganz cooles Modul, weil das rot ist. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt, wenn ich Spider-Fighter da mal so durch habe, das ist übrigens hier von Teldec. Und zwar Tiger Vision. Tiger Vision steht hinten drauf. Also es ist ein bisschen spezieller, das Modul.
genau, wenn ich diese Kopie da durch habe, dann werde ich im Anschluss mal das Spider-Fighter Original reinmachen von Activision und dann werde ich auch nochmal das Jawbreaker Original hier von Tiger Vision reinmachen, dass ihr die nochmal sehen könnt und wir gucken mal, was ist denn da der Unterschied zwischen den beiden Versionen? Und ja, man sieht, das ist ein rein rassiges Shoot-'em-up-Game, was eigentlich ziemlich cool ist. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht. Sieht aus wie irgendwelche Hamburger da oben. Lilane Hamburger und irgendwelche komischen Pizzastücke. Startet das sofort? Wollen wir mal gucken. Mit. Okay, ich bin da unten. Ah, ich kann den Feuerknopf gedrückt halten. Diese drei Punkte da oben bedeuten irgendwie nichts. Oh, danke. Ich habe kein Schild, aber ich kann meine Schüsse hier lenken. Ich frage mich, ob das vom eingestellten Schwierigkeitsgrad abhängt. Ich stelle nur fest gerade, dass es ganz schön schwer ist. Oh, das ist echt schwer. Ja, ich habe das Level geschafft. Cool. Das ist, wenn man nicht aufpasst. Mal gucken, was noch für Schwierigkeitsgrad. Aber das ist ganz schön flott. Da bin ich echt mal gespannt, was diese Version, diese Raubkopie hier vom Original von Activision unterscheidet. Spielbar ist es auf jeden Fall. Also die Eingabe reagiert prompt. Und das gefällt mir auch in der Version. Also selbst wenn man das Original nicht hätte, kann man, glaube ich, hier mit Spaß haben. Also ich krieg gerade meinen Spaß. Boah, auch wenn ich hier voll einen auf den Sack kriege, aber naja. Was das? Ne, ich habe einen. Uah, wieder fast nicht aufgepasst. Wieder fast nicht aufgepasst. Das reimt sich. Extra Leben. Sonst sind welche extra. Was geht hier? Zur Sache. Kann man gut spielen. Ist aber auch schon ganz schön schwer. Da muss man sich echt konzentrieren, ey. Ich habe keine Ahnung, was das Grüne da oben rechts bedeuten soll, was ja vorhin mal braun war. Wow, da hatte ich, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Haha, erwischt. Yes. Next Level. Hey, geht endlich tot. Also ich muss sagen, die Sprites sehen eigentlich ganz nice aus. Das ist für eine Kopie. Ach guck mal, der hat irgendwie versucht, was mitgehen zu lassen. Autsch. Für eine Kopie ist das ganz nice, finde ich. Es ist schön bunt. Es ist echt flott. Da bin ich gleich echt mal gespannt, wie die Activision-Version im Vergleich aussieht. Oh. Genau. Pirate Games mit Funny Names. So kann man das nennen. Dieses Kurzformat hier. Eben. Ich komme da auf insgesamt 4 Folgen dann momentan. Und ja, weil ich da gerade mal Bock drauf habe, denn ich habe die Module hier schon etwas länger liegen und ich habe mir gedacht, eigentlich könnte man, weil die alle so coole Namen haben, dass es schon ein bisschen spezieller ist, ja, und durchaus irgendwie Lust auf Sammeln machen. Könnte man da doch ein eigenes Format draus machen, habe ich mir gedacht. Und setze das hiermit direkt in die Tat um, ob ihr wollt oder nicht. Bei mir gibt's eben alles. Von ganz alt bis zum PC. Ne? Ist alles vertreten. Deswegen lohnt es sich, am Ball zu bleiben auf meinem Kanal. Ständig Action. Dieses Jahr hier klopp ich hier reihenweise Formate raus. Das ist kaum zu glauben. Ne? Wie jetzt zum Beispiel Pile of Shame -1. Das läuft natürlich auch. Eine kurze Serie, ja kurz, Diablo 3 einmal durch alle Akte im Story-Modus. Ui.
natürlich die etablierten Sachen wie der CD-ROM-Treiber und Floppy Discovery. Mann, mein letztes Leben. Boah! Geht aber hier ganz schön ab. Das ist ein richtig schönes Punkte-Hatz-Game. So ein Highscore-Jagd-Gamechen. Gefällt mir echt gut. Und ich glaube, ich mache mich gar nicht so schlecht. Für mein erstes Mal hier mit dieser gekrackten, kopierten Irgendwas-Version schlage ich mich gar nicht so übel. Boah! Oh, ich glaube, das war wieder mehr Glück als Verstand. Bäm. Ich glaube, das war's, oder? Nein, mein letzter. Yes. Was für eine Punktzahl. Boah, da geht's aber schon deutlich heftiger zur Sache, ne? Ich habe auch schnellere Schüsse irgendwie. Aber die Viecher werden auch immer schneller. Was es ist, dass die Sprites hier so flott sich bewegen am Atari 2600, das sieht man nicht so oft. Uff. Also, ich muss sagen, ne, für eine kopierte Version ist das Game echt cool. Für kostet kein Geld so, ne? Game Over, Spider Fight, die kopierte, die Raubkopie aus irgendwelchen asiatischen Kanälen Version, kann man sich echt mal geben. Da gibt es mit Sicherheit noch genug Schwierigkeitsgrade, aber es geht ja darum, mal zu gucken, was ist denn das überhaupt? Was verbirgt sich hinter diesen komischen Names? Was sind das für Spielchen? Kann man die trotzdem vernünftig zocken, obwohl es keine Originale sind? Also in dem Sinne, ne? In dem die einfach irgendwo abkopiert wurden. Ja, und deswegen, das sind jetzt erstmal so die komischen Namen. Und jetzt wollen wir mal die beiden, zumindest zwei Originale dazu uns angucken. Und ich werde jetzt das Spider-Fight-Original als nächstes einlegen. Und nach einem kurzen Schnitt geht es hier also weiter mit dem von Activision. Und wir schauen mal, gibt es da irgendwelche grafischen Unterschiede? Oder vom Gameplay oder sonst irgendwas? Jo, wieder zurück. Und ja, es sieht also von den Sprites erstmal genauso aus, nur dass diese Burger oder was das sein soll, da oben links nicht lila sind, sondern grün. Aber diese Pizzateile sind trotzdem braun. Und ganz unten in der Mitte scrollt durch Copyright 1983 Activision. Das war vorhin mal so überhaupt nicht zu sehen, ne? Das heißt, man hat hier ein bisschen an den Farben geändert, aber sonst nichts. Ich nehme jetzt mal denselben Schwierigkeitsgrad, also alles genau wie vorhin auch und spiele auch nochmal ein kurzes Ründchen. Gibt es vielleicht andere Sounds? Ich glaube, das hört sich noch ganz genauso an. Ja, ja. Und ich kacke hier ganz genauso ab. Ja, das steuert sich ganz exakt gleich. Also man sieht, es ist ein und das gleiche Game in dem Moment. Das Einzige, was man gemacht hat, man hat es dahingehend gecrackt, dass unten nicht Copyright bei Activision steht. Ne, hier sieht man jetzt, dass Activision da unten die ganze Zeit steht. Aber ansonsten spielt es sich ganz exakt gleich. Die Farben sind ein bisschen anders. Aber sonst ist es wirklich exakt das gleiche Spiel. Oh, das ist neu, das, oder? Das war vorhin nicht angezeigt mit dem Bonus 500. Kriegt man den generell, wenn man irgendwie ein Level abschließt? Scheiße. Mal drauf achten. Da hat er jetzt nichts vom Bonus gesagt. Aber eben, Bonus in dem Sinne, das hat es vorhin nicht gegeben. Also alles in allem ist es ein sehr schnelles Spiel und ich muss sagen, dass diese kopierte Version sich kein bisschen schlechter gespielt hat. Also genauso gut. Sollte man also mal irgendwo billig über die stoßen, weil das sind Module, wenn man die irgendwo auf der Börse findet, die sind in der Regel extrem billig. Die kosten vielleicht 2 Euro oder sowas. Oder ja, ich hatte irgendwie mal einen Stapel... Ich habe mir einen ganzen Stapel geholt, das waren irgendwie 8 oder 10 Stück für 5 Euro. mit alles diesen komischen Namen, ne? Also die kriegst du nachgeschmissen. Wohingegen die Originale zum Teil schon teurer sind. Also hier steht noch ein Preis dran, 5 Euro für das Original. Was aber auch nicht teuer ist für ein Atari. Also, ja. Atari
Atari-Games sind ja nicht mehr so hoch im Kurs. Die meisten sind eher erschwinglich. Es gibt immer noch ein paar Ausnahmen, die ganz schön teuer sind. Ich habe so ein paar noch auf meiner Wunschliste, die aber teilweise auch zwischen 50 und 70 Euro kosten, wo ich denke so, das ist schon arg an der Schmerzgrenze. Und das lose Modul nur, ohne Verpackung, würde ich mal sagen. Von dem ich aber auch weiß, dass es auch gute Games sind. Also nicht nur, weil es selten ist, sondern weil es auch gut ist. Okay, ja. Ne, okay, das war jetzt Spider-Fighter im Original, so schreibt man es wirklich. Und jetzt kommt Jawbreaker im Original. Mal gucken, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Ja, und als letztes sehen wir hier nochmal das Original-Jawbreaker-Modul, aber der Inhalt scheint genau gleich zu sein. Ich jetzt mal das Game resette hier. Ja, das ist, glaube ich, genau gleich. Die Geräusche sind die gleichen. Der Hintergrund ist, glaube ich, auch derselbe, ne? Das ist also hier wirklich 1:1 genau das gleiche Spiel. Ist ja krass, stelle ich gerade fest. Aber es ist immer noch genauso spaßig. Nur habe ich hier das Original. Ich muss sagen, das Originalmodul ist einfach schöner, weil es das rote ist, ne? Und das war auch ein bisschen teurer, dieses Originalmodul. Ich meine, da habe ich irgendwie so um die 10 oder so bezahlt oder 12. Also es hat schon ein bisschen mehr gekostet. Ja, da dreht er mit einem Weg um. Ja, scheiße, denkst du, ich krieg die obere Reihe? Ja, aber ist ja auch egal, ich wollte einfach mal kurz gucken, worin unterscheidet es sich? Hier haben wir jetzt wirklich 1:1 dasselbe Game, aber einfach, das ist jetzt wirklich auf frechst raubkopiert, ne, 1:1. Das ist schon krass. Muss man sagen, uah. Hammer. Das Game ist immer noch sehr spaßig, auch jetzt noch. Gefällt mir. Also Jawbreaker kann ich generell jedem Atari-Sammler empfehlen. Ne? So, soll es jetzt aber auch gewesen sein hiermit, glaube ich. Komm, lass dich fressen. Egal. Jawbreaker, Original und Fälschung unterscheiden sich also mal so 0, nix voneinander. Und damit würde ich sagen, beende ich die erste Folge, ja, wie kann man sagen, Pirate Games mit Funny Names, ne, auf dem Atari 2600. Da werden also noch 3 weitere Folgen kommen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt beim Zuschauen wie ich beim Gucken, was verbirgt sich denn nur hinter diesen merkwürdig geschriebenen Titeln. Und ich bin also jetzt echt überrascht, dass die meisten hiervon wirklich 1:1 Kopien sind. Der einzige Unterschied war, glaube ich, bei Spider-Fight, dass die Farben ein bisschen anders waren. Ja gut, das Pac-Man, das ist wahrscheinlich eine NTSC-Version. Hätte ich das als PAL, dann wäre das auch in Echtfarben. Würde ich jetzt mal von ausgehen, dass ich da eben kein PAL-Modul erwischt habe. Das sieht man diesen Modulen halt von außen nicht an. Ob wir da ein PAL oder ein NTSC-Game haben. Naja, wie gesagt, da kommt noch ein bisschen was in der Richtung. Atari geht bei mir immer und ich hoffe bei euch zwischendurch auch. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das entsprechend kommentiert oder mir ein Like dafür da lasst oder meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Hier gibt es so viel Zeug. Wie gesagt, mittlerweile sind es um die 20 verschiedene Systeme, die ich hier bringen kann auf meinem Kanal. Vom Atari 2600 drauf bis zum PC und alles Mögliche dazwischen. Jede Menge Konsolengedöns. Schwerpunkt ist natürlich eigentlich Commodore, Amiga, C64. Aber eben andere Sachen kommen auch immer mal wieder vor. Eben auch Atari 2600. Das ist so mein Baby, ne? Mit dem bin ich wirklich aufgewachsen. Hatte ich meine ersten Berührungspunkte. Und Atari geht bei mir immer. Deswegen habe ich auch mittlerweile weit über 100 Module. Deswegen wird es da auch immer schwerer, was zu finden mittlerweile, was man noch bezahlen kann. Von dem her, ja, ich schweife ab. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zur nächsten Folge, was auch immer da gerade kommt. Macht's gut, euer Tomaniac.